Es war einmal ein reicher Geschäftsmann. Der lebte in einem großen Haus aus Stahlbeton und Glas. Seit vielen Jahren verkaufte er den Menschen Dinge, die sie unbedingt haben wollten. Er machte eine Menge Werbung für seine Produkte. Riesige Plakate und bunte Filme zeigten, warum man das alles kaufen musste. Nur mit meinen Freudedingen kann man richtig glücklich sein. Nur Leute, die meine Freudedinge besitzen, sind jugendlich, schön und erfolgreich. So war es von den Wänden zu lesen, im Fernsehen zu sehen und aus dem Radio zu hören. Ganz klar, dass dies die Menschen glaubten, was sie überall sehen und hören konnten und ihm seine Sache regelrecht aus den Händen rissen. Dadurch wurde der Geschäftsmann über die Jahre so reich, dass er sich alles leisten konnte, was er wollte. Natürlich besaß er selber auch, was er den anderen verkaufte.